Hallo, herzlich willkommen. Wenn ihr vorhabt, euch ein wenig an der Arbeit zu beteiligen, die nichts bringt, leere Toner und Druckerpatronen sammeln. Druckerpatronen gegen auslaufende Druckertinte sichern. Drucktonerkartuschen gegen austretendes Tonerpulver sichern. Das Leergut sicher in einem stabilen Umkarton verpacken. Das Paket ausreichend frankieren. Das mache ich später. Und an unsere Annahmestelle senden. Die Stelle habe ich euch unten in die Beschreibung reingeschrieben. Hier seht ihr die leere, benutzte durch Rechnungen, Quittungen, Bilder, was weiß ich was, leere Tonerkartusche aus dem Drucker, sauber zugemacht, gereinigt. Da ist Rest Toner drin und sowohl die Kartuschen, wenn die gut sind, werden verwertet, als auch und so weiter. Es ist halt eine Firma, die sich für die Entsorgung also verantwortlich zeigt. Frankieren Sie die Pakete, Päckchen und Briefe ausreichend und senden Sie leere Druckerverbrauchsmaterialien und keinen Schrott, Elektronik, Müll, sonst was, Plastik, Gedöns, Abfall, sondern nur Druckermaterialien, die leer sind. Retourencenter, Recycling, ich habe es euch in die Adresse geschrieben. Und dafür, dass ich das umweltgerecht entsorge und zurückschicke, diese sehr giftigen Materialien, verbrauche ich noch ein bisschen Klebeband und nur euren Abfall loswerden und auch noch dafür bezahlen. Dass man euch das abkauft, ist nicht möglich, weil die sonst diese Firma die Entsorgung nicht garantieren kann. Jetzt habe ich den alten Karton genommen, den Zettel draufgeklebt. Eventuell wird auch nochmal die Post von mir, dass ich die Adresse da sauber drauf schreibe. Hier ist die Adresse drauf, habe ich euch in die Beschreibung geschrieben, den Link, den Originallink. Nicht meinen Link, sondern da könnt ihr euch direkt von der Firma durchlesen, was die von euch verlangen, wenn ihr fachgerecht euren Druckmüll entsorgen wollt. Das werde ich der Firma schicken und die werden das fachgerecht entsorgen.